Led und X27, es Dance Star Ekaterina Leonova im Interview schwierige Zeiten und Zukunftspläne. Ekaterina Leonova, 35, strahlt momentan auf der Bühne von Let's Dance. Dass nicht alle Phasen ihres Lebens von Glücksgefühlen geprägt waren, wissen die wenigsten. Im Rahmen des Deichmann Sport Events erzählt die Profitänzerin gegenüber Gala, wie sie es geschafft hat, auch in dunklen Zeiten wieder positiv zu denken und welche Menschen ihr besonders dabei geholfen haben. Außerdem verrät sie, auf welches Beauty-Produkt die gebürtige Russin nicht verzichten kann. Gala, sehen Sie das Tanzen mittlerweile nur noch als Beruf an? Ekaterina, nein, Tanzen ist wirklich meine Leidenschaft. Ich liebe es, meinen Körper zur Musik zu bewegen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich mag es auch selbst zu choreografieren. Natürlich kommt es schon vor, dass es einem manchmal alles zu viel wird, aber dass mir die Lust vergeht, passiert sehr selten. Haben Sie neben dem Tanzsport auch noch eine andere Sportroutine? Ich habe mein ganzes Leben lang Tanzsport gemacht und mit 3 bis 4 Stunden Training am Tag hatte ich leider auch nie wirklich Zeit, eine andere Sportart auszuprobieren. Krafttraining mache ich auch zum Beispiel gar nicht. Nur Ausdauertraining, wie zum Beispiel Zumba. Sind Sie in Ihrem Traumjob angekommen und wo sehen Sie sich privat in den nächsten Jahren? Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Zukunftsplänen. Lacht, deswegen habe ich gelernt, nicht so weit zu planen, auch wenn ich ein Mensch bin, der gerne im Vorfeld weiß, was ansteht. Natürlich will ich auch irgendwann Familie und Kinder. Habe mir bis jetzt aber keinen festen Zeitpunkt gesetzt, wann genau das passieren soll. Wie genau sahen die schlechten Zeiten aus? Vor allem das Jahr 2021 hat mich sehr geprägt, denn in meinem Privatleben ist so einiges aus dem Ruder gelaufen. Meine Beziehung ist auseinandergebrochen, mein Let's Dance-Vertrag wurde nicht verlängert und ich dachte, schlimmer geht es nicht mehr. Ich war wirklich kurz davor, wieder zurück zu meiner Familie nach Russland zu kehren. Wie habe sie es geschafft, aus diesem Tief wieder herauszukommen? Als ich meinen Eltern davon erzählte, meinte mein Papa zu mir, hast du sie nicht mehr alle? 15 Jahre hast du jetzt in Deutschland gelebt und jetzt willst du zurück? Bleib lieber da, lacht, recht hatte er. Es gibt immer Momente im Leben, die einen runterziehen. Mir ist wichtig, positiv zu bleiben. Denn nur wer positiv bleibt, der zieht auch positive Energie an. Das habe ich auch erst lernen müssen. Wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast, kannst du jede Krise meistern. Einer dieser Menschen ist ja ihr Partner. Muss der auch tanzen können? Mein Partner muss auf jeden Fall nicht tanzen können. Für mich ist wichtig, dass es auf menschlicher Ebene funktioniert. Du musst in deinem Partner auch deinen Freund sehen, also eine Seele, die irgendwie zu dir passt. Als Profitänzerin sind sie auf dem Parkett immer stark geschminkt. Wie sieht ihre persönliche Beauty-Routine aus? Privat versuche ich mich so wenig wie möglich zu schminken. Ein Produkt, auf das ich jedoch nicht verzichten kann und das ich fast jeden Tag nutze, ist mein Lip Liner. Da ich von Natur aus sehr helle Lippen habe, macht das einen großen Unterschied. Wenn ich schlecht geschlafen habe, nutze ich auch etwas Concealer, um meine Augenringe abzudecken. Rouge und Wimperntusche sind auch immer eine gute Wahl, um einfach etwas frischer auszusehen. Das war's dann aber auch. Auf was achten Sie bei Ihrer Beautypflege? Da ich eine sehr empfindliche Haut habe, versuche ich hauptsächlich auf Naturkosmetik zurückzugreifen. Dabei ist es für mich auch irrelevant, wie teuer diese ist. Auch Hyaluronsäure ist etwas, das ich ab und an nutze. Meine Devise ist jedoch, weniger ist mehr. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche gehypten Produkte oder Beauty-Eingriffe auszuprobieren. Hauptsache, meine Haut bekommt die Möglichkeit zu atmen und kann sich nach den Auftritten wieder schnell regenerieren. Wie ist das bei Mode? Haben Sie ein bestimmtes Vorbild? In erster Linie ist mir wichtig,
dass ich mich in meiner Kleidung wohlfühle. Ich gehe nicht mit bestimmten Trends. Die Klamotten müssen zu mir passen und vorteilhaft aussehen. Italienische Mode und Trends gefallen mir gut. Ich greife aber lieber auf günstigere Alternativen zurück. Wenn ich mir etwas Teureres gönnen würde, dann wäre es eine Designertasche.